Lage unter jugendlichen Personenkreisen. Unter der Jugend der DDR besteht eine stabile politische Situation. Die überwiegende Mehrheit der Jugend unseres Landes bekennt sich in Wort und Tat zur Politik der Partei, bezieht klassenmäßige Positionen und rechtfertigt durch großes Engagement beim Aufbau und Schutz unserer Gesellschaft das in ihr seitens der Partei entgegengebrachte Vertrauen. Kennzeichnet ist die aufgeschlossene Bereitschaft zum politischen Meinungsaustausch, zum aktiven Handeln bei der Verwirklichung der Politik des 11. Parteitages. Mit dem FDJ-Aufgebot DDR 40 verfügt die Freie Deutsche Jugend über eine klare Konzeption für ihre weitere Arbeit. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass sie infolge permanenter, massiver und gezielter ideologischer Einwirkung des Gegners über die verschiedensten Kanäle, insbesondere mittels der elektronischen Massenmedien, sowie im Ergebnis des Wirksamwerdens feindlich negativer Kräfte in der DDR unter bestimmten, von der Anzahl her relativ kleinen jugendlichen Personenkreisen zunehmend sozialismusfeindliche bzw. fremde Erscheinungen in Form pseudopazifistischer, anarchistischer, neonazistischer bzw. neofaschistischer, aber neonazistischer bzw. neofaschistischer, aber besonders dekadenter Denk- und Verhaltensweisen zeigen. Dabei handelt es sich besonders um solche nach westlichen Verhaltensmustern auftretende Kräfte wie Punks, Sheehans, Heavy Metals und deren Sympathisanten. Aber auch um in jüngster Zeit in das operative Blickfeld geratene sogenannte Kuffiz, ja,